Auch wenn im Hintergrund jetzt der starke Regen fällt, es geht hier mal nicht um den Regen in den kommenden Tagen und die Hochwassergefahr, sondern wir stellen uns die Frage, wie geht es mit Regen, Gewittern und Unwettern weiter? Grüße Sie und grüße euch. Wir werden eventuell später nochmal über die Niederschlagsmengen der neuen Abendläufe sprechen, aber ansonsten wenden wir uns mal davon ab und stellen uns die Frage, wann wird es denn mal trocken sein? Und zwar ziemlich verbreitet. Viele Landwirte stellen mir die Frage und wir starten mit dem Samstag. Das wird in Deutschland ein relativ schöner Tag werden, vor allen Dingen in der gesamten Nordwesthälfte. Dort, wo wir jetzt den vielen, vielen Regen haben, ist am Samstag so gut wie keine Wolke mehr am Himmel. Nach Südosten zu sind immer noch Wolken. Hier dreht sich dieses Tief, das uns von Sachsen bis Bayern und nach Baden-Württemberg rein immer wieder Schauer und Gewitter bringt. Vor allen Dingen am östlichen Alpenrand wird es dann noch einiges an Regen geben. Auch in den Alpen selber gibt es viele Wolken. Im äußersten Osten Österreichs sind noch Gewitter dabei. Die Temperaturen liegen allgemein zwischen 23 und 30 Grad. Das ist einfach mal ein richtig schöner Sommertag. Am Alpenrand sind es maximal um die 20 Grad. Am Sonntag haben wir im Südosten immer noch Wolken mit zahlreichen Schauern und einzelnen Gewittern. Im äußersten Osten Österreichs, da sind es mit Sonnenschein sogar knapp über 30 Grad, sonst hier im Südosten 17 bis 22 Grad. Und der große Rest, Freunde, hat einen Sommer- bzw. Hochsommertag wie aus dem Bilderbuch mit ein bisschen Sommerwind ohne Schwüle bei 23 bis 30 Grad und der Himmel wird tiefblau sein. Es ist tatsächlich ein Traumtag und es gehört mit zu den schönsten Wochenenden des Jahres. Eigentlich völlig verrückt nach dem, was wir in dieser Woche hatten. Zu Wochenbeginn geht es im Westen und Südwesten sonnig weiter. In den Alpen sind immer noch allerletzte Schauer unterwegs, die sich allerdings in die Alpen direkt zurückziehen. Das heißt, ab dem Alpenvorland nordwärts kann man, sofern die Böden befahrbar sind, mit dem Grasschnitt beginnen, das daraus Heu werden soll. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 29 Grad. Und dann, da hatten wir auch drüber gesprochen, streift uns im Nordosten jetzt, das wird immer mehr berechnet, ein kleines Tief. Das bringt uns von Schleswig-Holstein und dem nördlichen Niedersachsen bis Berlin-Brandenburg Böen, Wind und einzelne Schauer bei 18 bis 22 Grad. Der große Regen wird das hier nicht werden. Und dieses Tief hält sich am Dienstag. Mit stark böigem Wind wird es hier immer wieder Schauer und Gewitter geben. Ein paar Wolken kommen bis in die Mitte voran. Diesmal ist es im Süden wunderschön. Auf der Alpen-Südseite werden es 25 bis 31 Grad, sonst 18 bis 25 Grad. Das ist relativ kühl. Lassen wir es irgendwo am Oberrhein mal 26 oder 27 Grad sein. Trotzdem, es wird nicht heiß mit einer glasklaren und angenehmen Luft. Und auch in den Gebieten im Südwesten, wo wir das Hochwasser hatten und bis dahin ja dann abgeflossen ist, kann alles in Ruhe abtrocknen. Es kommt dann auch nichts mehr nach. Am Mittwoch ein ähnliches Spiel. Im Nordosten immer noch ein paar Schauer und sehr, sehr windig. Im Südosten sind einzelne Gewitter unterwegs, sonst bleibt es beim Sonnenschein. Die Temperaturen ändern sich wenig. Und der Donnerstag, ich konnte es mir nicht verkneifen, eine richtig fette Sonne hinzumachen, da wird es nach Trend heute zu 98% in Mitteleuropa trocken sein. Am Alpenhauptkamm auf der Alpen-Südseite ist theoretisch mal ein kleiner Schauer drin. Den nehmen wir aber jetzt nicht mit rein, sonst ist es sonnig bei 21 bis 28. Im Südwesten bei 29 bis 33 Grad. Besonders sind diese Tage durch die trockene Luft. Das heißt, das Heu kann dann auch trocknen, aber wir haben sehr frische Nächte. In den Ballungszentren an der See und dort, wo wir Wolken haben, liegen die Temperaturen im zweistelligen Bereich. Bei längerem Aufklaren und Windstille, vor allen Dingen in einigen Muldenlagen, in den Mittelgebirgen und im Süden Deutschlands sind vorübergehend mal deutlich einstellige Temperaturen drin. Tropennächte ab 20 Grad aufwärts sind damit also nicht zu erwarten. Und dann beendet wahrscheinlich ein Tief von Südwesten her diese ruhige Phase wieder. Es ziehen Schauer und Gewitter auf, die dann wahrscheinlich eine Linie NRW Mitte Österreichs erreichen werden. Diesmal haben wir dann noch im Nordosten den Sonnenschein bei 24 bis 31 Grad. Im Südwesten wird es schon wieder kühler. Und damit geht dann eine neue Witterungsphase los, die uns erneut Schauer und Gewitter bringen wird mit Unwettergefahr. Schauen wir kurz auf die Ensembles hier für den Nordosten rund um die Ostsee. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die
weiße Linie, die hier ein bisschen rumschwingt, das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Noch haben wir im Nordosten eine überdurchschnittliche Temperaturphase und dann pendeln wir um den Durchschnitt herum. Die Niederschläge nehmen mal kurz ab, die sind ja ohnehin nicht so stark gewesen, außer punktuell natürlich. Aktuell sind da ja auch ein paar schwere Gewitter unterwegs. Am Ende des Vorhersagezeitraums Ende Juli nimmt die Niederschlagsneigung wieder zu. Im Südwesten, und das ist für viele sicherlich interessant, was hier mal die trockene Witterung angeht, es gibt ja hier in letzter Zeit fast keinen Tag ohne Regen, da sehen wir anfangs noch den starken Regen, den wir jetzt haben mit der Hochwassergefahr und den kühlen Temperaturen, also genau umgekehrt zum Nordosten. Dann wird die nächste Woche mal überdurchschnittlich verlaufen, ein bisschen zumindest, ehe mit den Gewittern ab Freitag der nächsten Woche wieder Schauer und Gewitter aufkommen, punktuell mit Unwettergefahr, weil sich ein Tief nach den meisten Modellberechnungen von den Hauptläufen genau über Deutschland legen wird. Und damit geht diese Chose, die wir jetzt haben, von vorne los. Die Temperaturen gehen im weiteren Verlauf zurück. Es wird also nur eine kurze trockene Phase in der kommenden Woche geben. Schauen wir uns die gemittelte Wetterlage an. Das ist in 5 Tagen. Hier haben wir dieses Hoch über den britischen Inseln liegen, also zu Wochenbeginn. Und dann kommt hier von Nordosten kühlere Luft heran, die um dieses Tief herum die kühlere Luft ranführt. Das alte Tief ist abgezogen, die Hitze liegt über der Iberischen Halbinsel mit Temperaturen von deutlich über 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Und bei uns ist das alles im sommerlichen bzw. hochsommerlichen Bereich. Wird sich vorübergehend abkühlen. 5 Tage weiter zieht dieses Hoch langsam in die Gebiete östlich von uns, dann von Südskandinavien bis ins östliche Mitteleuropa. Von Südwesten her folgt ein Tief nach und wir sehen hier schon wieder die Einkerbung, die da von Südwesten herangezogen kommt. Es wird nochmal Warmluft rangezogen und dann kommt die kühlere Luft erneut mit Unwettergefahr. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückgehen und euch etwas zeigen. Wir haben hier noch den Wärme- bzw. Hitzeblock über Osteuropa liegen. Der wird abgebaut. Und zwar nachhaltig abgebaut, was wahrscheinlich für den August dann eine Weichenstellung sein sollte. Gehen wir noch mal weiter. Jetzt sind wir in 15 Tagen, habe ich aus Versehen 10 Tage noch drüber stehen. Jetzt sind wir Ende des Monats. Der Hitzeblock im Osten ist verschwunden. Im Norden übernehmen die Tiefs. Das Azorenhoch übernimmt mit einem Keil Richtung südliches Mitteleuropa. Und dann kommen wir wieder in diese Grenzlage, die wir schon so oft hatten. Hitze und Stabilität im Mittelmeerraum, Labilität und kühle Luft im Norden. Wir liegen dazwischen. Es wabert hin und her. Immer mal wieder gibt es Schauer und Gewitter, wird die Heißluft herangezogen, gehen die Temperaturen nach oben, wir kriegen Unwettergefahr, dann kommt die kühlere Luft, das zieht wieder durch. Wir haben immer diesen Wechsel zwischen einem Tief, das genau über uns liegt, und dann den ständig wechselnden Fronten. Und die ständig wechselnden Fronten kommen dann nach der schönen Phase in der nächsten Woche zurück. Dann gehen wir zu guter Letzt mal ganz kurz ins NOAA-Modell. Das ist das Modell der amerikanischen NOAA-Behörde, das ja ungefähr die Abweichungen für den Monat ermittelt und die aktuelle Modellberechnung, die wollte ich euch nur vorstellen, zeigt für den August keine Temperaturabweichungen in irgendeine Richtung. Der soll ausgeglichen sein. Und was die Niederschläge angeht, da wären wir rund um die Küstengebiete eher zu trocken, in der Mitte und im Süden bis in den Mittelmeerraum zu nass. Welche Wetterlage steckt dahinter? Das Azorenhoch dürfte sich dann ein bisschen nach Norden bewegen, also das nördliche Subtropenhoch auf dem Atlantik, mit den anderen Hochs über Osteuropa in Verbindung gehen. Und damit hätten wir hier über dem Mittelmeerraum ein abgeschlossenes Tiefs. Tief über den Nordmeer hätten wir Tiefs. Und dieses Tief würde dann eben dafür sorgen, dass wir wieder Schauer und Gewitter bekommen. Und der August würde danach auch nichts mehr Großes auf die Kette bringen. Vielleicht noch bis später.